So, ein weiterer Neuzugang steht dem VfB ins Haus. Dieses Mal ist es ein Torwart, Fabian Bredlow. Nach dem Abgang von Ron-Robert Zieler ist er der erste Torwart, mutmaßlich auch nicht der letzte, der zum VfB dazukommt. Ich werde es diesmal ein bisschen anders machen, weil zu den Torhütern doch nicht so viele Daten zu finden sind, wie ich erst dachte. Deshalb werde ich erstmal wie immer mit ein paar allgemeinen Informationen anfangen. Werde dann aber auch ein paar andere Dinge noch dazu sagen, insbesondere Tim Walter, welche Ansprüche er an den Torwart hegt. Wie wahrscheinlich es ist, dass Fabian Bredlow der letzte Neuzugang auf der Torhüterposition ist. Und da es so wenig Daten zu interpretieren gibt, werde ich dieses Mal die Gelegenheit nutzen und gleich mal ein bisschen darauf eingehen, wie ich es denn bei den anderen Spielern so generell mache. Ich wollte sowieso irgendwann mal ein Video dazu machen, wie, damit es ein bisschen nachvollziehbarer, transparenter ist, auf welche Daten ich mich beziehe, warum, wie ich die auswähle, wie ich sie miteinander ins Verhältnis setze und so weiter. Aber gut, fangen wir erstmal mit den allgemeinen Infos an, wie immer. Also Fabian Bredlow kommt vom 1. FC Nürnberg für schätzungsweise 300.000 Euro bei einem Marktwert von 500.000. Er ist 24 Jahre alt, 1,90 Meter groß, hat ein paar U20-Nationalspiele gemacht. In der letzten Saison beim 1. FC Nürnberg in der Bundesliga 13 Spiele gemacht. Er hat dabei 28 Gegentore kassiert, zweimal zu Null gespielt, eine gelbe Karte. Nur etwa ein Drittel der Spiele absolviert. Er wurde dann nach dem ersten Drittel, nach ein paar Patzern, so wie ich gelesen habe, durch Christian Mantegna, den man ja nur noch vom HSV kennt, abgelöst. Auch in dem Jahr davor hat er sich mit Thorsten Kirschbaum in der zweiten Liga noch beim 1. FC Nürnberg die Torhüterposition geteilt. Da hat er nur etwa die Hälfte der Spiele gemacht. Und in den Jahren davor war er beim Hallerschen FC in der dritten Liga unterwegs und war dort aber nahezu unangefochtener Stammspieler. Als ich gesehen habe, dass er als beidfüßig gilt, war ich erstmal hoffnungsvoll, weil ich gedacht habe, dann ist es wohl ein Torwart, der gut mitspielen kann, der gut die Bälle verteilen kann. Das soll ja wohl sehr in das Anforderungsprofil für einen Torwart von Tim Walter oder in dem Tim Walter-System passen, der ja davon spricht, dass er überaus riskante Torhüter möchte, die kein Risiko scheuen und die beim Spielaufbau definitiv mithelfen. Nicht nur lange Bälle nach vorne schlagen, sondern auch in Drucksituationen ruhig bleiben. Ja, dann kommen wir mal zu ein paar der Daten. Wie gesagt, allzu viel gibt es da diesmal nicht zu finden. Die Website, auf die ich mich in aller Regel beziehe, wenn ich Feldspiele analysiere, dann ist das hier die WhoScored-Übersichtsseite, also die Stärken und Schwächen hier, die zeige ich ja eigentlich jedes Mal. Dieses Mal ist es nicht ganz so einfach nachzuvollziehen, wie die Stärken und Schwächen ausgewählt haben. Also gut, bei den Stärken steht jetzt bei Fabian Bredlow Penalty Saving, also er gilt so ein bisschen als Elfmeterkiller, hat 6 von 16 Elfmetern in seiner Profilaufbahn gehalten. Da ist es noch relativ leicht, aber wenn wir dann zu den Schwächen kommen, als sehr schwach wird seine Konzentrationsfähigkeit angegeben, also das heißt bei WhoScored, dass er sehr fehleranfällig ist. Das ist es auch, was ich gehört habe, dass er seinen Stammplatz im Zuge von diversen Fehlern in der Anfangsphase verloren hat an Christian Mantegna. Aber wie sich das aus den Daten, die WhoScored aufzeichnet und bereitstellt, ergibt, ist mir nicht so ganz klar, weil das da gar nicht so ersichtlich ist. Als Schwächen werden außerdem noch seine Langbälle und seine Fähigkeit, Flanken abzufangen, angegeben. Aber das schauen wir uns dann gleich mal hier in den Originaldaten an. Wie gesagt, ich nutze gleich die Gelegenheit, diese Zahlen, die ich sonst selber nochmal zusammenfasse, hier direkt aufzuzeigen auf der Website. Also man sieht hier auch schon die ganzen Kategorien von WhoScored. Ganz oben Tackling, dann abgefangene Bälle, Fouls, Karten, Abseits. Die meisten der Kategorien, auch der Defensivkategorien, beziehen sich ganz klar auf Feldspieler. Für Torhüter ist da so gut wie nichts übrig. Was wir uns mal anschauen können, das sind die Saves, also die gehaltenen Bälle. Also um die Statistik kurz zu erklären, links stehen die Apps, also die Spiele, die gemacht wurden. 14 waren das an der Zahl, 1127 gespielte Minuten. Und dann bei Total sieht man 2,6 gehaltene Bälle pro 90 Minuten. Das ist wichtig. Ich mache das gerne auf 90 Minuten gesehen, falls ein Spieler ein- oder ausgewechselt wird. Sonst wird die Zahl verfälscht. Wenn man es auf die ganzen Spiele bezieht, 2,6 gehaltene Bälle pro Spiel. Keine aus dem 5-Meter-Raum, also 6-Yard-Box, 1,8 aus der Penalty-Area, also dem Strafraum, und 0,8 aus Out-of-Box, also außerhalb des Strafraums. Das Problem an diesen Zahlen ist jetzt nur, dass im Gegensatz zu den Zahlen, die ich sonst gerne für Feldspieler benutze, die auf nichts beziehbar sind. Ich kann die in kein Verhältnis setzen mit irgendwas anderem. Ich sehe nicht, wie viele Schüsse auf den Kasten gekommen sind, wie viele durchgekommen sind.
Also wie sozusagen seine Erfolgsquote gehaltener Bälle aus den jeweiligen Bereichen des Spielfelds sind. Deshalb sind diese Daten hier eigentlich völlig unbrauchbar und es lassen sich gar keine Schlussfolgerungen daraus ziehen. Auch wenn ich sie jetzt zum Beispiel mit den Zahlen von Christian Mantegna vergleiche, da sieht man zum Beispiel, dass Christian Mantegna deutlich mehr gehaltene Bälle hat, 3,7 insgesamt, auch welche aus dem 5-Meter-Raum. Aber wie viele Bälle insgesamt aufs Tor geflogen sind, keine Ahnung. Vielleicht hat auch Nürnberg in der zweiten Saisonhälfte seine Taktik ein bisschen verändert, stand ein bisschen anders, hatte vielleicht andere Gegner, also nicht in der zweiten Saisonhälfte logischerweise, aber Christian Mantegna kam ja schon ab Spieltag 13 oder 14 dann dauerhaft zum Einsatz. Also es gibt unendlich viele Variablen, die sozusagen diese Unterschiede in den Daten zwischen den beiden Torhütern erklären müssen. Das muss jetzt kein gutes Indiz dafür sein, dass der eine Torhüter wirklich besser ist als der andere. Und abgesehen von dieser Statistik gibt es so gut wie keine brauchbaren Daten, die irgendwie aussagekräftig sind. Man sieht hier noch die Luftduelle, im Schnitt 0,3 insgesamt, davon die Hälfte jeweils gewonnen und verloren bei Fabian Bredlow. Und bei Christian Mantegna sehen wir 0,8 Luftduelle pro Spiel, deutlich mehr und alle gewonnen. Könnte man jetzt daraus schlussfolgern, dass Christian Mantegna deutlich mutiger in der Strafraumbeherrschung und erfolgreicher ist. Aber ehrlich gesagt, ich traue mir auch hier nicht wirklich die Daten irgendwie großartig zu interpretieren. Auch das ist wieder auf viele unterschiedliche Arten erklärbar. Man kann es jetzt mal als gegeben hinnehmen und ich habe es dann auch später in dem Spielervergleich, den ich sonst immer aufstelle, mit reingenommen. Aber ja, schwierig dieses Mal da allzu viel herauszufiltern. Was man sich außerdem noch anschauen kann, das sind hier die Passquoten. Ich habe es hier kurz mal aufgelistet, aber die werde ich dann, weil ich das noch ja, mit am aussagekräftigsten finde, in dem Spielervergleich mit reinnehmen. Allerdings ja, kann man sich jetzt auch fragen, gut, im Tim-Walter-System soll es wohl sehr wichtig sein, dass ein Torwart gut mitspielen kann, gut die Bälle verteilen kann, aber wirklich wichtig ist auf jeden Fall erstmal, dass ein Torwart gut hält, hätte ich jetzt gesagt. Und in Bezug auf die Frage findet man so gut wie gar nichts, was man hier irgendwie schlüssig analysieren kann. Ich hätte auch gern einen Vergleich mit Thorsten Kirschbaum, mit dem er sich, wie schon erwähnt, in der Saison davor um die Stammtorhüterposition duelliert hat, verglichen. Einen Vergleich mit ihm angestellt. Aber leider stellt WhoScored nur die Daten für die abgelaufene Saison zur Verfügung, sodass das also auch nicht möglich ist. Bei SofaScore wird angegeben für Fabian Bredlow, dass er ja erstmal keine herausragenden Stärken hat. Bei Schwächen wird wiederum seine Fehleranfälligkeit angegeben, also das stimmt mit WhoScored überein. Und außerdem nehmen sie noch die Abwehr von langen Schüssen mit dazu. Auch hier wieder keine Ahnung, worauf das basiert, ob das gewürfelt ist oder Bauchgefühl oder ob man tatsächlich im Hintergrund irgendwelche Statistiken aufgezeichnet hat, die man hier allerdings nicht präsentiert, weil auch hier in den ganzen Statistiken ist nicht wirklich viel herauszulesen. Nehmen wir es einfach mal als gegeben hin. Leider fehlt bei Fabian Bredlow diese schöne Grafik, die man bei Christian Mantegna beispielsweise mit drin hat. Die zeigt, welche anderen Stärken und Schwächen der Torwart noch hat. Mit am interessantesten sind da noch die Zahlen von der FM Data BA, die ich ab und zu mal mit einspielen lasse. Aber auch hier lassen sich nicht wirklich viele Schlussfolgerungen ziehen. Die Werte, die ein bisschen rausstechen, ist, hier wird seine Strafraumbeherrschung als positiv herausgestellt. Area Reach 13, Command of Area 14 und ansonsten Rushing Out 16. Also das ist sozusagen das Rauslaufen des Torwarts. Die anderen Werte sind weder besonders auffällig. Daraus lassen sich jetzt auch nicht so viele Schlüsse ziehen, alles in allem. Dann habe ich noch eine andere Website gefunden, als ich nach weiteren Statistiken für Torhüter gesucht habe. Total Football Analysis hat eine ganz interessante empirische Erhebung gemacht oder Auswertung der Torhüter aus unterschiedlichen Ligen. Und was man in dieser Grafik zusammengefasst sehen kann, ist auf der X-Achse, also von links nach rechts sozusagen, wie viele gehaltene Bälle die Torhüter pro Spiel haben. Und nach oben auf der Y-Achse, Saves per Goal, also wie viele gehaltene Bälle sie sozusagen haben, bis sie ein Gegentor im Durchschnitt bekommen. Wie die Website das interpretiert, ist ganz interessant. Da habe ich mir die Textpassage mal ausgesucht. Ich übersetze den Teil mal kurz. Also sie schreiben, dass es wichtig ist, zu berücksichtigen, dass Torhüter auch dafür verantwortlich sind, mit den eigenen Abwehrspielern zu kommunizieren, was die Unterschiede oder die unterschiedlichen Werte der einzelnen Torhüter im gleichen Club erklären.
was die Saves per Match angeht, also die gehaltenen Bälle pro Spiel. Also was sie im Prinzip sagen ist, wenn ein Torwart weniger Bälle halten muss, dann spricht das dafür, dass er seine Abwehrreihe gut dirigiert und ja, seine Abwehrreihe besser unter Kontrolle hat. Nur ich finde, dass das ein bisschen zu einfach ist, vor allem auf eine Saison gesehen. 34 Spieltage jetzt in Bezug auf die Bundesliga klingt zwar viel, aber ja, aus statistischer Sicht hätte ich da schon gewisse Bedenken. Da lässt sich auch viel durch Zufall erklären oder eben taktische Veränderungen. Also wenn eine Abwehrreihe besser steht oder weniger gut, dann aus meiner Sicht hat das nicht in erster Linie was mit dem Torwart zu tun und wie gut der Torwart kommuniziert, sondern mit unendlich vielen anderen Faktoren. Hier sieht man dann zum Beispiel die ausgewerteten Daten für die Bundesliga-Torhüter der abgelaufenen Saison. Interessanterweise fehlt Ron-Robert Zieler, aber sonst ist so ziemlich jeder mit dabei. Unter anderem die beiden Torhüter des ersten FC Nürnberg der letzten Saison. Fabian Bredlo sieht man links unten in der Nähe von Manuel Neuer. Christian Martenia ist so ziemlich geclustert in der Mitte, ein bisschen rechts, falls man ihn sehen kann. Also die Interpretation der Website in Bezug auf diese Grafik würde jetzt so lauten: Manuel Neuer tatsächlich sehr, sehr schlecht abgeschnitten hat mit Saves per Goal, also auf der Y-Achse. Er hält sozusagen sehr wenig Bälle, bis einer reingeht. Was mir aber schon verdächtig vorkommt, man mag ja argumentieren, dass Manuel Neuer in der letzten Saison nicht so auf dem Niveau gespielt hat wie viele andere und einige spekulieren, hatte vielleicht was mit der Verletzung, mit seiner langen Verletzung zu tun. Aber dass Manuel Neuer jetzt der schlechteste Torwart der letzten Saison gewesen sein soll oder der zweitschlechteste jetzt, wenn man nach der Grafik geht, Fabian Bredlo ist, was die Statistik angeht, noch ein bisschen weiter unten. Das erscheint mir doch nicht ganz plausibel. Wo ich dann wieder darauf zurückkommen würde, dass ich diese einzelnen Statistiken ohne Zusammenhang, ohne Bezug auf andere Zahlen nicht so einfach interpretierbar finde oder es nicht so einfach finde, da einfache Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, dass der Torwart dann da besser war und der andere schlechter. Fabian Bredlow, wie gesagt, der schlechteste Torwart hier mit 1,2 abgewehrten Bällen, bis er ein Gegentor bekommt. Und auf der X-Achse sieht man 2,5 gehaltene Bälle pro Spiel. Das würde laut der Website dann wiederum dafür sprechen, dass Fabian Bredlow ein sehr guter Kommunikator ist, der seiner Defensivlinie sehr gute Anweisungen gibt, denn nahezu alle anderen Torhüter außer Manuel Neuer sind noch deutlich weiter rechts von ihm, haben also mehr Schüsse zu halten bekommen, also demnach eine schlechtere Defensive gehabt. Nur nochmal, dass das jetzt am Torwart und seiner Kommunikation liegen soll, eher fraglich. Aber ich dachte, ich zeige es trotzdem mal, ganz interessant vielleicht, auch weil sonst wirklich wenig Datenmaterial zu finden ist und ich sonst nicht so richtig weiß, wie ich mich dem Thema nähern soll. Ich weiß nicht, ob das für irgendjemanden interessant ist, wahrscheinlich eher nicht, aber ich dachte, wenn nur irgendeiner am Ende irgendwelche Erkenntnisse daraus ziehen kann oder das lehrreich oder interessant findet, dann ist das ja schon was. Dann möchte ich, wie ich schon angedeutet habe, ein paar Worte zu Tim Walter verlieren. Ich habe mir mal angeschaut, weil ich so ein bisschen den Verdacht hatte, dass er einer ist, der stark rotiert, auch auf der Torhüterposition, wie viele Torhüter er in den Mannschaften, die er bisher trainiert hat, so eingesetzt hat. Ganz interessant, in den Jugendligen, in denen er war, das waren insgesamt 4 Jahre, hat er 6 Torhüter regelmäßig eingesetzt, 9 insgesamt, also die 6 regelmäßigen beziehen sich auf zweistellige Einsatzzeiten, mindestens 10 Spiele, die sie eingesetzt wurden, und 9 waren das dann insgesamt, also nochmal 3 mit ein paar Spielen nur. Sehr hoher Schnitt auch für Jugendmannschaften. Jetzt kann man sagen, gut, in den Jugendmannschaften ist auch eine größere Personalfluktuation. U17, U19, die Spieler werden relativ schnell zu alt für die Mannschaften, dann kommen gleich wieder neue im nächsten Jahr oder im übernächsten. Aber trotzdem 6 Torhüter in 4 Jahren, das scheint mir auch für Jugendligen relativ viel zu sein. Dann beim FC Bayern 2 hat er 2 Torhüter in einer Saison regelmäßig eingesetzt. 4 waren es hier insgesamt, wiederum 2 mit ein paar wenigen Einsätzen. Und in der abgelaufenen Saison bei Holstein Kiel auch wiederum 2 Torhüter eingesetzt. Irgendwann, ich glaube nach dem ersten Drittel der Saison, hatte den Stammtorwart ausgetauscht, was nicht auf Verletzungen zurückzuführen ist. Ich habe es mir extra angeschaut, sondern ich gehe dann davon aus, dass es wirklich so ist, dass Tim Walter sich sehr genau anschaut, welcher seiner Torhüter besser ins Profil passt und auch keine Scheu davor hat, im Laufe einer Saison den Torwart dann auszuwechseln. Also er scheint diese Rückschlüsse nicht nur auf Basis von Trainingseinheiten zu machen, sondern eben dann auch, wie sich die Torhüter in den jeweiligen Situationen im Spiel selbst in der Liga anstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass Tim Walter irgendwie ständig alle paar Spiele den Torwart auswechseln würde, aber wie gesagt, so in der Saisonmitte oder so mal einen Austausch vornehmen, das ist überhaupt nicht unüblich.
Und aufgrund dessen gehe ich jetzt davon aus, dass es aktuell in der aktuellen Situation ist es ja so, Fabian Bredlow wurde geholt. Es sind sich nicht alle einig, ob als Nummer 2 oder 3 oder ja, vielleicht auch dann im Dreikampf um die Nummer 1. Dass es im Moment einen total offenen Dreikampf gibt zwischen Jens Kral, der Ersatztorwart des VfB der letzten Jahre, eben Fabian Bredlow und Sebastian Hornung von der U19, der eine gute Saison gespielt hat bei der A-Jugend in der abgelaufenen Saison, der ja aktuell auch bei den Profis mittrainiert. Es wird gemunkelt, dass man noch eine echte Nummer 1 holt. Vor allem der Name Marvin Schwebe wird da genannt. Aber was ich da so höre, macht mich auch nicht nur glücklich. Also Marvin Schwebe soll zwar einer sein, der sehr ruhig, sehr cool am Ball sein soll, aber der auch die eine oder andere Schwäche aufzuweisen hat. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht bei den ganzen Namen, die gehandelt wurden um die Torhüterposition beim VfB, warum man sich da jetzt bisher nur auf die deutschen Torhüter bezogen hat, also die Namen, die alle schon durchgenommen wurden, Schubert, der jetzt wahrscheinlich zu Schalke geht, und Schwebe und alle möglichen, immer nur deutsche Torhüter. Ich verstehe es auf der Position ehrlich gesagt nicht so ganz. Prinzipiell finde ich es ja eine gute Idee, dass man Spieler hat, die Deutsch sprechen. Bei Feldspielern verstehe ich das ja noch ein bisschen besser, aber der Torhüter, gut, okay, er soll mit der Abwehrreihe kommunizieren, aber das kann man notfalls auch auf Englisch machen oder die paar deutschen Begriffe kann man sich wahrscheinlich auch beibringen. Also auch das ist eigentlich kein Hinderungsgrund. Jetzt schaut man bis nach Brøndby in die dänische Liga, um den Marvin Schwebe wohl für 2 Millionen Euro loszueisen. Wie gesagt, das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Ich werde dann das Spielerporträt erst machen, wenn es wirklich fix ist. Aber im Moment klingt es ja so, als wäre man an ihm stark interessiert. Wenn man so weit guckt, um eine potenzielle Nummer 1 fürs Tor zu finden, warum dann nicht auch in noch andere Ligen oder auch in Bezug auf nicht deutschsprachige oder deutsche Torhüter? Das erschließt sich mir nicht so ganz, wie auch der Transfer insgesamt von Fabian Bredlow. Eine andere Sache, die ich noch erwähnen wollte, haben vielleicht einige nicht mitbekommen, dass ein langjähriger Mitarbeiter des VfB, nämlich eben der Torwarttrainer Marco Langner, nach knapp 4 Jahren beim VfB entlassen wurde. Auch das spricht dafür, dass Tim Walter wohl sehr spezielle Anforderungen an den Torwart hat und eben auch dann demzufolge an den Torwarttrainer. Es heißt wohl auch, dass die beiden nicht so richtig miteinander klargekommen wären. Ja, dann dieses Mal hier der Spielervergleich, der entsprechend knapp ausfällt. Sehr wenig Zahlen, die ich da jetzt aufgelistet habe. Ja, selbst bei denen kann man noch streiten, wie aussagekräftig man die findet. Aber ich habe sie jetzt einfach mal mit reingenommen. Der Vergleich zwischen Fabian Bredlow und Christian Matenia. Wie gesagt, haben beide das Tor des ersten FC Nürnberg in der abgelaufenen Saison gehütet. Christian Matenia deutlich öfter, 22 Spiele, dabei 40 Gegentore bekommen. Das ist ein geringerer Schnitt als bei Fabian Bredlow, 28 Gegentore in 13 Spielen, beide zweimal zu null. Interessant ist, die kurzen Pässe bei Fabian Bredlow kamen alle an, bedingungslos. Sollte ja eigentlich auch so sein, also dass ein Torhüter bei den kurzen Pässen eine hohe Erfolgsquote hat. Ich meine, wenn ein Torwart einen kurzen Pass spielt und der zum Gegner kommt, dann brennt es ganz schnell lichterloh. Insofern 98% bei Christian Matenia, dementsprechend auch nachvollziehbar. Die langen Bälle kommen bei Matenia besser an. Die Luftduelle gewinnt er deutlich häufiger und führt er auch deutlich häufiger und demzufolge dann wahrscheinlich auch logisch, dass er auf allen drei Websites, die ich sonst gerne auch aufführe, besser abschneidet. Beim Kicker die deutlich bessere Note 2,8 bekommen. Damit hat er einen besseren Kicker-Notendurchschnitt als Marco Reus zum Beispiel in der letzten Saison. Ich weiß jetzt nicht, wie fehlerfrei Christian Matenia war, aber dass er jetzt so eine geniale Saison gespielt hat, das wäre mir, glaube ich, aufgefallen. Zum Teil hat man da schon ein bisschen das Gefühl, dass die Noten ausgewürfelt werden, aber gut, ich nehme sie ja halt trotzdem mit rein. Bei WhoScored und SofaScore dann dementsprechend Christian Matenia auch deutlich bessere Punktzahl als Fabian Bredlow. So können wir das dann auch beim Abschlussbild relativ kurz halten. Links unten sieht man dann schon, Potenzial habe ich Fabian Bredlow ja einen leichten Pfeil nach unten gegeben. Ich meine, er ist jetzt 24, kein ganz junges Talent mehr. Also nicht, dass man sagen kann, okay, den entwickelt man jetzt irgendwie noch großartig weiter. Er hat in der dritten Liga gute Leistungen gezeigt oder war da zumindest Stammtorwart. Dann in der zweiten und ersten Liga hat es zum Stammtorwart nicht gereicht. Ich würde nicht ausschließen, dass er sich beim VfB durchsetzt, aber wenn man jemanden für 300.000 Euro verpflichtet, ich weiß jetzt nicht, bei dem Anspruch, den der VfB hat, ist das jetzt nicht zwangsläufig die Nummer 1, die man hier holt. Rechts dann wie immer die Übersichtszahlen, die ich aber gerade schon vorgestellt habe. Ja, Stärken und Schwächen rauszufiltern, war dieses Mal dementsprechend schwierig. Ich habe mich trotzdem auf ein paar Sachen fokussiert. Also auffällig ist, dass er die Elfer gut hält. Falls es mal einen Elfmeter gibt, dann kann man da eine Chance haben einzuhalten, dass seine kurzen Pässe allesamt ankommen.
dafür er bei den Luftduellen scheinbar nicht so gut aussieht. Wie gesagt, die WhoScored-Zahlen würde ich damit Vorsicht genießen. 50% gewonnene Luftduelle, das scheint mir irgendwie komisch. Ich weiß nicht ganz genau, was sie da als Luftduelle genau gezählt haben. Also, dass er jedes zweite Mal daneben greift, wenn er Flanke durch den Strafraum segelt, das scheint mir unwahrscheinlich zu sein. Aber wofür er bekannt sein soll, was ich jetzt auch wirklich häufig gesehen habe, ist, dass er eben beim 1. FC Nürnberg zu Saisonbeginn zahlreiche Fehler gemacht hat, die dann eben auch zum Verlust der Torhüterposition geführt haben. Dann bei der Gesamteinschätzung habe ich ihm ebenfalls einen leichten Fall nach unten gegeben. Ich will dem Jungen ja auch nicht Unrecht tun, also vielleicht spielt er auch eine gute Rolle beim VfB, aber so hundertprozentig nachvollziehen kann ich den Transfer ehrlich gesagt nicht, jetzt auch bei dem Preis. Aber insbesondere, wenn man jetzt nach noch einem Torwart sucht, falls das stimmt, dann hätte man da im Prinzip vier Torhüter, die für die erste Elf in Frage kommen. Ich zähle auch Sebastian Hornung mit dazu. Ich meine, die A-Jugendmannschaft des VfB hat in der letzten Saison fast das Double geholt. Da kann man mit Sicherheit auch über den Torwart mal nachdenken. Also als Nummer 3 wäre der absolut intakt. Und falls sich der als der beste Fußballer herausstellt, dann würde ich noch nicht mal ausschließen, dass Hornung nicht vielleicht sogar zum Stammtorwart avancieren kann in der nächsten Saison. Insofern, ja, warten wir es mal ab, wie sich das auf der Position noch weiterentwickelt, ob man da noch einen echten Kracher holt. Dass es schwer werden würde für Ron-Robert Zieler einen adäquaten Ersatz zu finden, das war klar. Oder dass wir da keinen Ersatz finden auf dem Niveau, das war klar. Aber wie gesagt, so richtig schlüssig ist mir der Transfer trotzdem nicht. So, das ist soweit alles, was ich habe. Tut mir leid, dass es dieses Mal nicht allzu viel ist, aber wie gesagt, aussagekräftige Daten zu Torhütern zu finden, hat sich hier als wirkliche Mammutaufgabe herausgestellt. Ich habe versucht, irgendwie alles rauszuquetschen, was ich auffinden ließ. Ich hoffe, es hat trotzdem die ein oder andere Erkenntnis gebracht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spielerporträt.